unterwegs in Tirol. Wir schauen wieder gemeinsam mit Ihnen in die Bezirke. Willkommen zur Sendung. Die vierte Auflage der Red Carpet Show hat in Schwaz stattgefunden. Für diesen Anlass hat sich die Innenstadt erneut in einen glamourösen Schauplatz verwandelt. Models zeigen auf dem aufgebauten Laufsteg die Modetrends der kommenden Saison vor. 6 teilnehmende Unternehmen haben die Kleidungsstücke ausgewählt. Das Wetter hat bei dem Open-Air-Event auch mitgespielt. Es wird rot, es wird gemustert und es gibt wieder viel Bling-Bling. Mit der vierten Red Carpet Show startet die Silberstadt in den Modeherbst. 6 Shops sind heuer wieder mit dabei. Von der Lederhose bis hin zum Brautkleid werden die neuesten Trends präsentiert. Die Vorbereitungen für das Event sind aufwendig, denn bis so eine Show reibungslos funktioniert, passiert einiges. Neben den Outfits muss auch die Musik perfekt auf das Dargebotene abgestimmt sein. Die Moden schauen ja, sind immer spezifisch auf die Ware, auf die Mode, dann von der Musik her abgestimmt. Das heißt, heuer haben wir einen DJ da, der wird natürlich einen tollen Sound dazu spielen. Trotz der musikalischen Begleitung und der Showeinlagen ist und bleibt die Mode aber das Wichtigste. Ja, für uns ist ganz wichtig, dass wir natürlich neben der Musik ganz viel Wert eben auf die Mode legen. Das wollen wir in den Vordergrund stellen bei dieser Red Carpet Show und um das geht es heute in erster Linie. Ja, auffallend ist heuer natürlich die Farben. Heuer spielt Rot ein großes Thema. Es ist ein Mustermix, es sind Pailletten. Die Jeans besonders mit einem Streifen auf der Seite, das ist ganz in und auch wieder ein bisschen höhere Schnitte, eben nicht mehr ganz so hüftig. Professionelle Models präsentieren auf dem Laufsteg die Trends des Herbsts. Nicht nur für die Frau ist einiges dabei, auch die Männermode kommt nicht zu kurz. Selbst die Kinder dürfen heuer wieder mit dabei sein und den Laufsteg unsicher machen. Die Red Carpet Show ist immer eine ganz große Veranstaltung, weil sie in der Mitte der Stadt und an einem wunderbaren Ort stattfindet, weil die Unternehmen der Innenstadt zeigen, was für tolle Produkte angeboten werden. Mir taugt einfach, wie alle zusammenhalten, jeder hilft jedem hinter der Bühne und das gefällt mir unglaublich gut. Zu guter Letzt wird es glamourös. Die Schwarze Innenstadt wird durch die präsentierten Brautmoden in funkelndes Licht getaucht. Bei den Besuchern erzeugen die Kleider einen Wow-Effekt. Im Trend ist viel Spitze und wir zeigen auch viel Spitze heute. Ein bisschen Bling-Bling, das gehört immer zu den Brautmoden dazu. Und was absolut im Trend ist, sind farbig unterlegte Kleider, das heißt also so leichte Töne in den Unterstoffen. Mit dem Abschluss in Weiß geht die vierte Red Carpet Show dem Ende zu. Die Schwarzerinnen und Schwarzer sind somit für den kommenden Herbst modisch gerüstet.